die Firma und die Leute verlieren den Job. Bitte, wie können die leben? Immer mehr Firmen in Österreich gehen pleite. Nun stehen erneut fast 900 Jobs auf dem Spiel. Es sind turbulente Zeiten für einen Automobilzulieferer aus Kirchdorf, der fast sein gesamtes Personal kündigen will. Was sagen die Wiener dazu? Habe ich gehört, ja. Soll die Regierung noch schlimmer werden? Ja, es ist halt traurig mit Antwort, in alle Branchen durch. Heutige Zeit ist alles unsicher. Man weiß nicht, was kommt morgen. Die Firma und die Leute verlieren den Job. Bitte, wie können die leben? Die Regierung, meiner Meinung nach, muss dann die Österreicher und Einwohner unterstützen, auf alle Fälle. Und das schöne Kordel, wie er bei mir in Niederösterreich genannt wird, wird sie sehr bloggen müssen. Natürlich muss die Regierung helfen. Ich denke schon, dass es eine Aufgabe der Regierung wäre. Natürlich ist vieles nicht richtig gelaufen. Aber da kann man nicht einfach nach der Regierung rufen. Man muss die Hintergründe kennen, man muss die Umstände kennen. Und je nachdem gibt es Handlungsbedarf oder eben nicht. Jedenfalls ist es an meiner Auffassung nach zusätzliche Investitionen erforderlich, damit man das alles wieder zum Laufen bringt. Also ein Sparpaket wäre das Letzte. Ja, das ist ein globales Problem, fürchte ich, ein europäisches Problem. Sicher vorausdenken und innovative Pläne auf Ökologie setzen, auf ja, soziales Management setzen. In meinem Alter, ich bin über 80, ja, also habe ich immer gemerkt, es ändert sich nichts, ist egal, welche Partei kommt. Sie versprechen alles, was sie machen wollen, aber bringen alle nichts weiter. Also ich denke mir, Wirtschaft ist nicht alles. Ich bin natürlich dafür, dass es uns nicht schlecht geht, aber man kann nicht, die Wirtschaft kann sich nicht immer nur noch weiter, noch mehr und noch mehr. Alle Leute müssen einmal einsehen, dass es einmal einen Stopp geht und dass man mal auf was verzichten muss. Anders geht es einfach nicht. Ich meine, die Pandemie war sicher eine riesen Herausforderung und ich bin nicht sicher, ob es andere besser gemanagt hätten. Sind Sie enttäuscht von der vergangenen, von der alten Regierung, die letzten 5 Jahre? Auf dem Thema möchte ich überhaupt nicht mehr reden. Okay, schönen Tag.